Vielen Dank. Zuerst möchten wir verdanken Miltos Bechlivanus und die Organisatoren dieses sehr interessantes Tagung für die Einladung. Ein bislang unerforschtes und dunkles Kapitel der Geschichte der griechischen DDR-Emigranten ist die Kooperation einiger von ihnen mit der Stasi, dem berichtigen Ministerium für Staatssicherheit. Die ersten Kooperationsfälle datieren aus der Zeit der 50er Jahre, die letzten aus der Zeit unmittelbar vor dem Fall der Mauer im November 1989. In unserem Vortrag nehmen wir einerseits in den Fokus, welche Ziele und Erwartungen das Stasi mit dieser Kooperation verband. Andererseits verbrachten wir die Motive und Aufgaben seiner griechischen Mitarbeiter. Wie verstanden Sie selbst Ihre Tätigkeit, Freunde und Bekannte im Auftrag eines fremden Staates zu bespitzeln? Bedeutet die Kooperation mit der Stasi eine Zäsur in Ihrem Alltag? Haben die griechischen Stasi-Mitarbeiter überhaupt begriffen, worauf sie sich eingelassen hatten? Anhand von Einzelbeispielen wird vor allem die Frage nachgegangen, ob ihre Mitarbeit freiwillig oder auf Druck der Stasi erfolgt ist. Überwogte politisch-ideologische Eifer gegenüber der Angst um die Folgen einer Dienstversweigerung? Oder haben die Stasi-Offiziere materielle Gegenleistungen versprochen? Worauf ist festzuhalten, dass die griechischen Emigranten keine Staatsbürger der DDR waren? Diese Feststellung mag simpel sein, doch sie ist äußerst wichtig, um zunächst die Lage der griechischen Mitarbeiter der Stasi zu begreifen. Dies gilt vor allem für die Angehörigen der ersten Generation, die ihre Heimat im Erwachsenenalter nach dem Ende des griechischen Bürgerkriegs verlassen hatten, beziehungsweise verlassen müssten und in einem ihnen fremden Land angekommen waren. Sie alle waren zunächst weder der deutschen Sprache mächtig, noch waren sie mit der deutschen Kultur vertraut. Sie kamen aus armen bäuerlichen Verhältnissen und wurden plötzlich mit der Realität eine im Entstehen begriffene totalitäre Herrschaft konfrontiert, deren verlängerte Arm die Stasi war. Die Zuständigkeit für die Anreise und die Unterkunft der Flüchtlinge lag in den Händen der KUKUE, Kommunistische Partei Griechenlands, Kommunistisches Kommando Ellados. Zu diesem Zweck arbeitete sie mit der ostdeutschen Behörde zusammen. In der SPZ, sowjetische Besatzungszone, kamen die ersten griechischen Flüchtlinge während des Jahres 1948-1949 an. Ihre erste Station war Radebeul in Sachsen. Dort befand sie sich die Sitz einer Abordnung der provisionierenden demokratischen Regierung Griechenlands. Im Gegensatz zu Rumänien oder Bulgarien, aber gab es hier keine prominenten griechischen Kommunisten, mit Ausnahme von Medizinprofessor Petros Kokkalis, der einzige bürgerliche Minister in der Regierung der KUKUE. Insgesamt interessant ist hier die Beobachtung, dass bereits vor der Gründung der DDR diplomatische Beziehungen zwischen der SED
und die Kukue beziehungsweise die provisorische demokratische Regierung bestanden. Natürlich hatten diese Beziehungen keinen offiziellen Charakter. Einerseits war die SPC keine Stadt und andererseits hatten die USA und Großbritannien, die Ostblockländer, von den möglichen Folgen eine Anerkennung der kommunistischen Gegenregierung in den griechischen Bergen rechtzeitig gewahrt. Trotzdem hatten ostdeutsche Hilfskomitees für das demokratische Griechenland Geldspenden für die DSE, Demokratische Armee Griechenlands, gesammelt. Im Januar 1949 besuchte sogar offizielle Vertreter des freien Griechenlands, das unter der Herrschaft der Partisanenstadt, die SPC. An der Spitze dieser Delegation stand Petros Kokkalis. Die Repräsentanten traten mit SED-Funktionären gemeinsam auf und schilderten in ihren pathetischen Reden die Lage in Griechenland. Für die griechischen Genossen war die SPC eine Art Sprungbrett für ihre politischen Aktivitäten in Westeuropa, etwa in Frankreich. Kurz vor und nach der Niederlage der Partisanen im griechischen Bürgerkrieg trat die Zusammenarbeit zwischen der KKÖ und den DDR-Behörden in eine neue Phase. Nun ging es um eine dauerhafte Lösung des Flüchtlingsproblems auf ostdeutschem Boden. Vermutlich im Mai 1951 fasste die KKÖ den Beschluss, dass alle griechischen Parteimitglieder der SED beizutreten hatten. Zu diesem Zeitpunkt waren es 95 auf der Zahl. Auch die griechischen Kinder hatten sich den ostdeutschen Judenorganisationen auszuschließen. Diesen Beschluss begrüßte die SED als einen Schritt zur Integration der Flüchtlinge in die ostdeutsche Gesellschaft. In Wirklichkeit ging es um viel mehr. So bemerkte der zuständige SED-Kontaktmann der KKÖ, dass es zu dieser Eingliederung keine Alternative gäbe. In der DDR hatte nur SED-Organisationen eine Existenzberechtigung. Dieser Fall eines von oben angeordneten massiven Parteiübertritts ist keineswegs einzigartig. Auch in anderen osteuropäischen Ländern ist ein ähnlicher Vortrag zu beobachten. Wenn dieser Beschluss der KKÖ der SED genehm war, so hatte er für die KKÖ selbst tiefgreifende Folgen. Er entfremdete der griechischen kommunistischen Partei viele Flüchtlinge, die später die DDR als ihre neue Heimat wählten. Zugleich gab er den DDR-Behörden ein Mitspracherecht über die Migranten. Nutznießer dieser Situation war auch die Stasi. Wieso interessierte sich die Stasi für die griechischen Emigranten? Gab es spezielle Gründe dafür? Wie bei jeder anderen nicht-deutschen Volksgruppe wollte sie zunächst über ihre Haltung gegenüber dem SED-Regime informiert sein. Die Stasi wollte wissen, wie es um die Loyalität der griechischen Emigranten gegenüber der DDR stand, um subversive Tätigkeiten von konterrevolutionäre Gruppen und Einzelpersonen im Keim ersticken. Die Tätigkeit der KKÖ in der DDR interessierte sie nicht. Auch das Interesse an der Haltung der Migranten gegenüber der KKÖ bleibt begrenzt. Erst 1968, als die Spaltung der KKÖ in eine stalinistische
und eine reformierte Gruppe stattfand, suchte sie die Einstellung der griechischen Migranten gegenüber dieser Entwicklung zu überprüfen und ordnete die Bewachung der Spalte an. Im gleichen Jahr nahmen die Mitarbeiter der Stasi auch die Haltung der griechischen Emigranten gegenüber den Ereignissen in der Tschechoslowakei, vor allem mit Blick auf die russische Intervention, ins Visier. Dass die Stasi an der Anwerbung griechischer Informanten und Mitarbeiter interessiert war, erklärt sich aus zwei Gründen. Zu einem waren griechische Sprachkenntnisse gefragt. Zudem wurde eine griechische Mitarbeiter einen leichteren Zugang zu seinen Volksgenossen in der DDR haben, ohne deren Verdacht zu erregen. Zu anderem besaßen die potenziellen Mitarbeiter einen griechischen Pass, der ihnen die Möglichkeit gab, ungehindert und unverdächtig in die westeuropäischen Länder, einschließlich Griechenlands und insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, zu reisen und für die Stasi zu arbeiten. Auf diese Weise wurde der lange Arm der Stasi nicht ausschließlich, aber auch mit der griechischen Hilfe auch in den Westen reisen und reichen. In diesem Zusammenhang stellte West-Berlin einen Sonderfall dar. Die Stasi hielt West-Berlin für ein Agitationsfeld des griechischen Geheimdienstes, der immer versuche, griechischen Agenten in die Bundesrepublik Deutschland einzuschleusen. Im Besonderen war sie daran interessiert, die Namen jener Personen in Erfahrung zu bringen, die mit der griechischen Militärmission in West-Berlin in Verbindung standen und ihre Landsleute in Ost-Berlin und in der DDR besuchten. Aus diesem Grund rekrutierte die griechischen Informanten, die unter dem Vorwand der Beantragung eines griechischen Passes die griechische Militärmission aufsuchten und der Stasi über ihre Gespräche mit dem griechischen Personal berichtete. Sogar die Räume der Militärmission wurden nachgezeichnet. Die Stasi zeigte reges Interesse an den Geschäften um das Lebensleben des griechischen Generalkonsuls, der zugleich Chef der griechischen Militärmission war und für manche seine engste Mitarbeiter. Möglicherweise plante sie Erpressungsaktionen. Ende der 60er Jahre wurden zusätzliche Informationen über die Aktivitäten der griechischen Studenten in West-Berlin gegen das Obristenregime in Griechenland gesammelt. Zu diesem Zeitpunkt und angesichts des politisch-ideologischen Konflikts zwischen Moskau und Peking geriet auch die Tätigkeit einiger griechischer maoistischer Zirkel in West-Berlin ins Visier der Stasi. Angeblich und erhielten sie Kontakte zu einem maoistischen Zentrum in Prag. Offensichtlich berichtete die Stasi ein Übergreifen ihrer Tätigkeit über die griechischen Emigranten in die DDR. Für die moskauorientierte SED hatte der Maoismus keinen Platz in der Gesellschaft der DDR. Aus der Auswertung der Stasi-Akten ergibt sich die Folgerung, dass die Stasi keine Kooperation mit der griechischen kommunistischen Partei Kandern angestrebt hat. Das bedeutet, dass sie die KKÖ weder um Genehmigung gefragt noch über ihre Rekrutierungsweise informiert hat.
Die griechischen Stasi-Informaten und Mitarbeiter dienten nicht zwei Herren, sondern ausschließlich der Stasi. Ihre Tätigkeit musste natürlich vor der KKÖ geheim gehalten werden. Nur eine einzige Ausnahme konnte bislang registriert werden. Es handelte sich um einen ehemaligen DSE-Offizier, der sowohl von der Stasi als auch von der KKÖ verpflichtet war. Als die Stasi ihn über seinen zweiten Job befragt, verweigerte er jede Ausgabe und Aussage. Die Stasi respektierte schließlich seinen Wunsch, sich zu seiner Zusammenarbeit mit der KKÖ nicht zu äußern. Wie bereits erwähnt, bleiben die Stasi und die KKÖ zwei getrennte Welten. Wie viele griechische Mitarbeiter beschäftigte die Stasi? Ihre Zahl war nicht sonderlich hoch. In jedem Fall lassen sich 12 Mitarbeiter mit einer herausgehobenen Stellung identifizieren. Für jeden von ihnen legte die Stasi ein persönliches Dossier an. Das war eine Praxis von Stasi, das erstens einen Lebenslauf mit Foto, zweitens die Gründe für die Rekrutierung und drittens Tätigkeitsberichte des betreffenden Mitarbeiters enthielt. Anhand der Tätigkeitsberichte verfasste der Stasi-Offizier anschließend ihre eigenen Berichte und setzten die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der griechischen Mitarbeiter ein. Jedes Dossier trug den Decknamen des Mitarbeiters. Unter den Stasi-Griechen befanden sich Männer und Frauen verschiedenster Altersgruppen, Berufen und gesellschaftlicher Stellung. Unter ihnen befanden sich Arbeiter, Studenten, Hausfrauen, Arbeitslose und Gestalten der Nacht. Alle gesellschaftlichen Schichten also waren vertreten. Aus welchen Gruppen wurden sie rekrutiert? Es waren zunächst Griechen, die an der Widerstandsbewegung oder am Bürgerkrieg teilgenommen hatten und als politische Flüchtlinge in der DDR gekommen waren. Daneben gab es die Griechen der zweiten Generation, das heißt jene, die als Kinder in die DDR gekommen waren, die Schule besucht und ein Studium oder eine Lehre absolviert hatten. Die Kinder des Bürgerkriegs hatten sich mit der DDR identifiziert und verstanden sie als ihre eigentliche Heimat. Eine weitere Gruppe waren ehemalige Arbeiter, die während der nationalsozialistischen Okkupation in Griechenland freiwillig nach Deutschland gekommen waren, um dort Lohn und Brot zu finden. In den Wirren des sowjetischen Vormarsches 1945 blieben sie in der SPD ohne Geld und Papier stecken. Sie vor allem waren der Stasi ausgeliefert. Eine andere kleine Gruppe setzte sich auf griechische Studenten in West-Berlin und in der Bundesrepublik Deutschland zusammen, die sich vor ihrem Militärdienst in Griechenland drücken wollten. Da sie keine Papierverlängerung von den zuständigen griechischen Behörden bekamen, flüchteten sich nach Ost-Berlin und beantragten eine Fortsetzung des Studiums bzw. die Suche nach einer Arbeitsstelle. Einige von ihnen hatten eine Freundin in Ost-Berlin, die sie heirateten. Auch sie gerieten in die Fänge der Stasi und einige von ihnen verpflichteten sich zu einer Zusammenarbeit.
Doch nach welchen Kriterien wurden die Zielpersonen ausgesucht? Welche Fähigkeiten besaßen sie? Warum weckten ausgerechnet sie das Interesse der Stasi? Vielleicht kann die Untersuchung einiger Fallbeispiele mehr Aufschluss darüber geben. Christos, so der Deckname eines Mitarbeiters, geboren am 17. September 1933, siedelte 1949 als Emigrant in die DDR über. Er war Mitglied der SED und der KKÖ und lebte mit seiner Freundin Weitzer zusammen. In der DDR galt er als Verfolgter des Faschismus in Griechenland. Christos war Mitarbeiter des Komitees für internationale Verbindungen beim Zentralkomitee der SED, fungierte als Betreuer der griechischen Genossen und war überzeugter Kommunist mit einer guten politischen Bildung. Er hatte eine klare, positive Einstellung zu DDR. Seine Stasi-Offiziere zeichneten ein detailliertes Bild von ihm und seinem Lebenswandel. Sie beschrieben ihn als ordentlichen, freundlichen sowie höflichen und hilfsbereiten Menschen. Äußerlich, so schrieben sie weiter über ihn, machte er einen sauberen und gepflegten Eindruck und war stets gut gekleidet. Er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Lebenspartnerin. Er half ihr im Haushalt sowie bei Besorgungen. Probleme mit Alkohol hatte Christos keine. Finanziell ging es ihm gut. Beide hatten einen guten Lebensstandard und keine Schulden. Seine Lebensgefährtin war Mitglied der SED und später der KKÖ. Sie arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Marxismus-Leninismus im Zentralkomitee der SED und beschäftigte sich viel mit Übersetzungen. Weitzer pflegte und betreute außerdem die Ehefrau des Genossen Charilaos Florakis. Sie war mit Herz und Seele Kommunistin, sie hielt ihre Wohnung sauber und ordentlich und war sparsam. Sehr interessant an dem Bericht der Stasi ist die Verflechtung von Details aus ihrem Privatleben mit Bemerkungen zu ihrer ideologischen Einstellung. An Christos Zuverlässigkeit hatte die Stasi keine Zweifel. Sehr bereitwillig gab er Informationen über die Besuche von DDR-Griechen in der griechischen Militärmission in West-Berlin. Seine Mitarbeit mit der Stasi verstanden wohl als einen Dienst an der Sache des Sozialismus. Doch die Stasi war nicht nur an mustergültigen Kommunisten interessiert. Dimitris, ich lasse den Nachnamen weg, alias Antana und Arno, ist das Gegenbeispiel. Er gehörte nicht zur Gruppe der politischen Emigranten und war kein Kommunist. Überhaupt war er politisch nicht interessiert. Der staatenlose Dimitris war 1920 in Konstantinopel geboren worden. In Kavala besuchte er die Volksschule und erlernte den Beruf des Schneiders. 1941 war er nach Deutschland gekommen, also nach dem Beginn der Okkupation in Griechenland, um Arbeit und ärztliche Behandlung für seine Lungenkrankheit zu suchen. In Leipzig arbeitete er unter anderem als Schneider und Bäcker. Aus seiner Akte erfahren wir, dass er in der SBZ bzw. in der DDR Schwarzhandel betrieben hat und dass seine Frau unmoralisch war und ihn hintergangen hat. Kartenspiel und Pferderwetten waren seine Lieblingsbeschäftigungen. Er war in allen Leipziger Lokalen bekannt. Da er eine Rente von der griechischen Militärmission in Berlin erhielt, wurde er von der Stasi verdächtigt, für griechische und britische Geheimdienststellen zu arbeiten. Nach einem Verhör Mitte der 50er Jahre wurde er angeworben. Ihm wurde der Auftrag erteilt, Namen von Personen zu nennen, ich zitiere, die ständig nach West-Berlin oder Westdeutschland fuhren. Überdies hatte er auf männliche Personen in den Gaststätten zu achten, welche im Besitz von größeren Summen von Geld waren. Das Gleiche galt für weibliche Personen. Die Stasi war sehr angetan, dass Dimitris Verbindung zu vielen
Städten in Leipzig und gleichfalls zu bürgerlichen Elementen und Geschäftsleuten hatte, die eine Bedrohung für die sozialistische Gesellschaftsordnung waren. Weiterhin hatte er Verbindung zu griechischen Staatsangehörigen, welche, ich zitiere, sich teilweise durch kriminelle oder politische Delikte nach Westdeutschland oder Westberlin abgesetzt hätten. Aus diesem Grund wurde noch beabsichtigt, ihn zu weiterer Aufklärung, Aufklärung ist ein Lieblingswort der Stasi, nach Westdeutschland und Westberlin einzusetzen, mit der Aufgabe, seine ihm bekannten griechischen Staatsangehörigen aufzusuchen und mit diesen in Verbindung zu treten. Dimitri selbst vermutete, dass diese Personen für den Engländer oder Amerikaner arbeiteten und keiner geregelten Beschäftigung nachgingen. Ob diese Angaben von Dimitris richtig waren, sei hier dahingestellt. Dimitris erhielt den Status des geheimen Informanten. Später wurde er inoffizieller Mitarbeiter. Seine Arbeit für die Stasi endete zunächst 1957-58. 1963 wurde die Verbindung zu ihm wieder aufgenommen. Mit seiner Hilfe wurden verschiedene Delikte, ich zitiere, in Gaststätten niedrigem Niveaus aufgeklärt. Auch seine deutsche Ehefrau zog die Aufmerksamkeit der Stasi auf sich. Wegen ihres guten, ich zitiere wieder, äußerlichen Aussehens und gute Garderobe wirkte sie auf Männer anziehend. Sie arbeitete als Bardame. Das war auch der Grund für die häufigen Streitereien mit ihrem Ehemann Dimitris. Ohne Dimitris Wissen wurde sie ebenfalls von der Stasi angeworben und sie benutzte den Decknamen Christina. Die Stasi war am Familienleben des Ehepaars sehr interessiert. Ihre Offiziere gaben Dimitri sogar Hinweise, wie er sich gegenüber seiner Ehefrau zu verhalten hat. Im Rahmen einer Reise in seinen Heimatort Kavala im Jahr 1964 berichtete Dimitris über die Lage der griechischen Arbeiter. Aufgrund der Verschlechterung seines Gesundheitszustands beschloss die Stasi, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Dieser Fall ist eine traurige Geschichte mit unbekanntem Ausgang. Nach dem Mauerbau betrieb der dem Alkohol verfallene Dimitris ein griechisches Lokal in West-Berlin. Er war körperlich und seelisch am Ende und einmal besuchte ihn seine Ehefrau im Auftrag der Stasi, um sicherzustellen, dass er über seine Geheimtätigkeit nicht gesprochen hat. Vielversprechender waren die Aufgaben von Brenken. Das ist auch ein Deckname, der am 10. Dezember 1909 in Leipzig geboren war. Sein Vater war Grieche, seine Mutter Deutsche. Brenken war Pelzhändler und wurde zunächst als inoffizieller Mitarbeiter angeworben und später als Geheimmitarbeiter umregistriert. Nach einem Bericht der Stasi handelte es sich, ich zitiere, um einen bürgerlichen Menschen, was durch sein ganzes Auftreten und Denken zum Ausdruck käme. Das heißt, dass er bürgerliche Herkunft sei und ihm heute noch die alten bürgerlichen Denkgewohnheiten und Auftragen anhängen. Eingesetzt wurde er zur Aufklärung von Personen in der DDR, zur Aufklärung der griechischen Militärmission in West-Berlin sowie zur Anfertigung von Skizzen über Objekte des US-Geheimdienstes in Westdeutschland. Aufgrund seiner griechischen Staatsangehörigkeit wurde er in der Bundesrepublik, in West-Berlin und im übrigen kapitalistischen Ausland eingesetzt. Ihm gelang es, eine US-Dienststelle in Frankfurt am Main umfassend aufzuklären. Wichtiger war jedoch, dass er in die Kreise griechischer Geschäftsleute in West- und Ostdeutschland eindringen konnte. Seine Informationen waren stets verlässlich, so die Stasi-Offiziere, doch wegen seines hohen Alters waren seine Einsatzmöglichkeiten Grenzen gesetzt. Seine Zuverlässigkeit konnte nicht absolut eingeschätzt werden. Es sei der westlichen Propaganda zugetan, meinten die zuständigen Stasi-Offiziere. Die meisten Fälle der griechischen Informanten und Mitarbeiter datieren aus den 60er Jahren.
Ein späterer Fall ist der eines in Radebeul wohnenden Griechen, der unter dem Decknamen Lehrer agiert hat. Er wurde am 25. Juni 1975 von der Stasi als inoffizieller Mitarbeiter angeworben. Da er als Lehrer arbeitete, daher auch sein Deckname, besaß er die entsprechende Kenntnis über die jeweilige Situation in Griechenland. Zudem hatte er in seiner Funktion als Lehrer die Möglichkeit, Kontakt zu den griechischen Familien in Radebeul herzustellen und die Situation der griechischen Emigrantengemeinde einzuschätzen. Sein Lehrerstudium hat er in Griechenland aufgenommen, aufgrund seiner Teilnahme an der Demokratischen Armee Griechenlands 1947-48 hat er sein Studium unterbrechen müssen. Zunächst arbeitete er in Ungarn als Lehrer für griechische Emigrantenkinder. In der DDR war er als Begleiter und Erzieher griechischer Kinder tätig. Er sei der Partei treu und setzte sich aktiv für diese ein. Das berichtete die Stasi über ihn. In einem späteren Bericht aber ist zu lesen, ich zitiere, die weiteren Kontaktgespräche zeigten jedoch, dass der inoffizielle Mitarbeiter sich oft verleugnen ließ und dem Mitarbeiter, also dem Stasi-Ansprechpartner, auswich. Es ist anzunehmen, dass er, also der Lehrer, Angst vor der Zusammenarbeit mit der Stasi hat, mit dem Ministerium für Staatssicherheit. So ging er der Leitung der griechischen Emigranten in allen politischen Gesprächen aus dem Weg und gab dem Mitarbeiter zu verstehen, dass er nicht bereit ist, mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammen bestimmte Probleme zu klären bzw. dabei zu helfen. Zitat Ende. Der Fall eines Literaten unter dem Decknamen Anton ist wohl der interessanteste und bestdokumentierte. 5 Akten gibt es über ihn. Geboren wurde er 1933 in Griechenland. Seine Tätigkeit als Mitarbeiter der Stasi begann am 1. September 1962. Er hat an der Universität Leipzig Journalismus studiert und anschließend dort als Dozent gearbeitet. Er bespitzelte nicht nur die griechischen Studenten in West-Berlin, sondern auch Studenten aus anderen Ländern, etwa aus Afrika. Mit der Zeit weitete sich sein Aktionsraum aus. Er traf sich mit regimefeindlichen Autoren und Künstlern, beispielsweise mit Rainer Kunze, Volker Braun und Wolf Biermann, und setzte die Stasi über ihre Ansichten in Kenntnis. Zugleich unterbreitete er der Stasi Vorschläge über die Reorganisation des Deutschen Schriftstellerverbands. Ihm gelang der Zugang zu den höheren literarischen und künstlerischen Kreisen der DDR. Als Literat schrieb er Romane und Erzählungen und übersetzte deutsche Autoren ins Griechische sowie griechische Autoren ins Deutsche. In den Stasi-Akten werden auch die Folgen seiner geheimen Tätigkeit festgehalten. So unterminierte der Versuch, eine Freundin in Anführungszeichen über die Tschechoslowakei in den Westen zu reisen. Seine Erfolge wurden auch materiell belohnt. Nach dem Fall der Mauer ging er nach Griechenland, wo er vor einigen Jahren gestorben ist. Neben den Tätern gab es natürlich auch die Opfer, also jene Personen, die bespitzelt wurden. Eines von ihnen war, nennen wir ihn Janis, der 1955 geboren war. Janis wollte ein Kunststudium aufnehmen. Er war mit dem Sohn von Robert Havemann befreundet und führte, so die Stasi, eine westliche Lebensweise. Seine politischen Ansichten waren nicht durchschaubar, so das Urteil der Stasi. Und seine Mutter und seine Schwester, die wahrscheinlich in West-Berlin lebten, unterstützten ihn finanziell. Sein Vater war Mitglied der KKÖ und der SED. Janis stand unter Bewachung. Ein anderes Opfer war Thomas, der 1949 als Emigrant von Albanien aus in der DDR angekommen war. Er war Mitglied der KKÖ, hatte aber eine, ich zitiere, negative Einstellung zur Parteiführung, die er als Satellit der Sowjetunion betrachtete. Aus diesem Grund wurde er aus der KKÖ ausgeschlossen. Von 1956 bis 1969 war er Mitglied der SED. Auch aus der SED wurde er ausgeschlossen, da er zu den Ereignissen in der Tschechoslowakei
eine offenfeindliche Einstellung zeigte und Moskaus Intervention mit der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch das Dritte Reich verglich. Der Stasi zufolge verherrlichte Thomas zudem die Politik Mao Zedongs und verkehrte häufig in der chinesischen Botschaft, wo er sich mit Literatur eindeckt. Er hielt regelmäßig die deutschsprachigen Sendungen des Pekinger Radiosenders und somit gehörte er zu den ideologischen Feinden des SED-Regimes. Aber auch die Stasi-Mitarbeiter selbst konnten von der Täterrolle in die des Opfers hineingeraten. So ist der Fall von Matteo, das ist ein Deckname. Trotz seiner Trinksucht war er von der Stasi angeworben worden. Während der Obristendiktatur ging er nach Griechenland und heiratete eine Frau aus einfachen Verhältnissen, die weder schreiben noch lesen konnte. Mit ihr zusammen kam er zurück nach Leipzig und die Stasi verdächtigte ihn, für den griechischen Geheimdienst zu arbeiten, dass er also die Fronten gewechselt, die Seiten gewechselt hat. Deshalb habe er auch, so die Stasi, dass die Ausreisegenehmigung vom Athener Militärregime bekommen. Für seine Unzuverlässigkeit sprach zudem der von ihm geäußerte Wunsch, nach West-Berlin zu gehen. Fassen wir zusammen. Die griechischen Mitarbeiter der Stasi halfen dem SED-Regime in die Welt der politischen Emigration, wenn auch teilweise, einzudringen. Angst vor den Folgen einer Ablehnung des Kooperationsangebots, in Anführungszeichen Angebot, Hoffnung auf materielle Zugewinne und Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse waren die Grundmotive. Ideologische Beweggründe waren seltener anzutreffen. Über Emigranten, die sich möglicherweise von Anfang an weigerten, für die Stasi Leute zu bespitzeln, wissen wir nichts. Dass es solche Fälle gab, kann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Der erwähnte Fall des Lehrers weist darauf hin, dass eine Ablehnung durchaus möglich war. Wie viele Menschen aber hatten den erforderlichen Mut dazu? Letztlich muss die Frage gestellt werden, aber hier kann sie zumindest noch nicht beantwortet werden, ob die Informationen der Stasi-Mitarbeiter der Wahrheit entsprachen und das wirkliche Leben der anderen wiedergaben oder zumindest teilweise der Fantasie entstammten. Ich danke Ihnen.